This ship is huge. Do you think they're planning to use it to spread Ouroboros? No. Using a ship like this would give away their position too soon. They must have another plan. Okay. Ja, hallo. Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5 im Koop mit dem guten Guantanamo. Hallo. Auf Veteran. Wir sind in Kapitel 6 angekommen, haben das Schiff erreicht und ja, da wollen wir uns heute mal ein bisschen durchmetzeln. Haben beide schön den Revolver in der Hand, damit wir auch tödlich genug sind für das Ganze. Aber ich glaube, ich will mir meine aufspannen und nehme lieber erstmal die Schrotflinte. Das kannst du natürlich machen. So, dann wollen wir doch mal. Oh, voilà. Lass mal gegenseitig aufschlitzen. So, es ist nur eine Fleischwunde, das passt schon. Wie immer. Oh. Hallöchen. Ich habe schon Erfahrung heute gesammelt mit solchen Leuten. Habe ich gesehen. Ach, hier oben so. Hast du den sogar schon weggehauen. Das war dann eine Querschläger. Ach so, ja gut. Ich habe eigentlich nur so unten auf die geschossen und der hier will halt einfach nicht. So, danke, geht doch. Ist aber auch verständlich, wer will schon sterben? Doch einen Schuss von dir. Ja, so ganz lebendig sind sie ja sowieso nicht mehr. Ich krieg sehr viel Pistolenmuni, das gefällt mir. Ich hab dir mal dein Leben gerettet. Der wollte ich gerade anspringen da hinter dir. Der müsste aber noch leben. Oh, der hat einen Knallbonbon fallen lassen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Puh, ich lebe. Ich lebe. Oh ja, auch noch. Oh. Lad doch nach. Ich will hier nicht geschockt werden. Ich weiß irgendwie überhaupt nicht, wo du bist. Ich bin ganz woanders. Ich hab dich im Blick, das muss reichen. Ich hatte dich im Blick. Oh. Okay. Oh mein Gott. Da ist ein Hund. Boah, Alter. Bei mir sind ja übel viele. Hundies. Oh mein Gott, ich komme. Oh, bei mir sind noch so. Ja, ich bin tot, glaube ich. Nein, ich bin tot. Ich bin den Heldentod gestorben, um dir diese Schmach zu ersparen. Perfekt, ey. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass das passiert. Ich wollte eigentlich nur durchrennen und dich retten, aber naja. Er hat mir ihn eingebastelt, da war ich halt tot. Okay, guter Start. Guter Start. Das müssen wir jetzt nicht nochmal sehen. This ship is huge. Und auch dieses Gespräch. Wieder Pistolenmunition. Nicht überraschend. Oh, ich hab daneben geschossen. Alles gut, ich hab ihn ja getroffen. Wow. Oh, Alter. Jetzt weiß ich, wie der Typ da oben gestorben ist. Oh, die schmeißen Granaten hier. Hoppala. Ja. Boah, Alter. Wow. Du hast da aber ganz was oben abbekommen. Ja, da oben ist auch noch einer. Ah, der schmeißt aber nichts. Der hat nur so ein Ding in der Hand. Oh, okay, nevermind. Er ist explodiert. Haben wir beide erstmal auf seine Panzerung geschossen, ja? Ja. Öfter. Okay, der ist tot. Er ist den guten Beinen tot gestorben. Oh, du hast da doch gerade was Schönes aufgesammelt. Ja, oder? Etwas, was ich nicht wollte. Bitteschön. Danke. Ja, ich war gierig. Ich wollte es einfach mal anfassen. Alles dieses mitnehmen. Gefühl erleben. Alles gut. Solange die Munition in meinem Magazin landet, ist alles gut. Achso, halt, ich könnte dort oben noch die Munition. Nee, ich bleib diesmal mit unten, bevor ich da hochgehe. Nicht, dass du wieder hier überfallen wirst. Ja, es passiert, als ich die Treppen wieder hochgegangen bin. Geht sie hier? Ah! Hab ja. Die Treppen gefunden. Oh. Au. Oh, ja, stimmt, du musst da hinter dir aufpassen. Ja. Oh, der eine hat den Kopf verloren. Und rennt nach oben. Ja. Oh oh. Was? Wie? Er hat doch gar nicht die. Aua! Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Der hat doch vor allem nicht mal die Leiter benutzt. Der hat sich einfach hochgeglitscht. Ja, Cheater.
Einfach hochgejumpt oder so. Hochgeglitscht, irgendwie. Kompletter Betrug, was der da gemacht hat. Ah, schön, Pistolenmuni. Natürlich musste auch mir wieder zwei einbasteln. Wem sonst? Das ist noch Schrotmuni. Kann ich nichts mit anfangen. Schenke ich dir? Ja, nehme ich. Oh! Oh oh. Oh, hallo. Oh mein Gott. Oh Gott, jetzt hab ich erschrocken. Hat man gemerkt. Nee, du springst hier nicht mehr rum, Kollege. Ja, das wird sehr toll. Cool, Muni. Ach, schon wieder so einer. Ah, nee. Oh, oh. Oh mein Gott. Hupala. Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Oh. Schön daneben geschossen. Oh. Ich kann den auch nicht besonders gut leiden. Oh oh. Nein. Boah, krass, ich hab das überlebt. Das hab ich noch nie gesehen, dass man das überleben kann. Oh mein Gott. Nein! Oh. Jetzt hat er mich auch mal kurz verputzt. Ah. Oh. Ekliges Viech. Nein! lad doch nicht in dem Moment nach, Mann. Krass, hast du wenig Heilung gerade gekriegt. Hey, down. Alter. Ich hasse diesen Gegner. Ich habe das Gefühl, dass wir ganz schön scheiße geworden sind im Vergleich zum letzten Mal. Ach, die Gegner waren einfach nur beschissen. Wer hat uns kalt erwischt gerade, ja? Er war hungrig. Mich hat er gleich zweimal gefressen. Das sind halt Fehler, die nicht so passieren sollten. Gleich zweimal, mich einmal. Der hat einen Heißhunger gehabt. So, ich habe ein bisschen Angst, hier so arglos durchzulaufen. Verständlich. Ah, da ist so ein Terminal. Nach der letzten Begegnung. Und auf der anderen Seite war auch nichts weiter. Nee. Ja, nee, Reifen. Nur Knöpfchen drück. Okay, Kontrollpunkt, das ist doch gut. Kontrollpunkt hört sich immer super an. Zwecklos. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Ja, ich hab's gelesen. Ist gut. Hast zweimal drauf gedrückt? Ja. Er hat's gleich nochmal eingeblendet, weil es so schön war. Roger. Oh mein. Roger. Oh Mann, wie das aussieht. Ja. Wie denn? Sehr abgehackt, wie sie das geschoben haben. Also ich bleib hier oben. Okay. Nee, Quatsch, ich komm auch. Das ist ja sonst langweilig. Mehr für mich. Nein. Bin mir ziemlich sicher, dass ich auch sehr mittig gerade war. Oh mein Gott. Wäre ich doch bloß nicht runtergesprungen. Oh mein Gott. Toll. Toll. Ja, ich... Boah, Alter, der ist gerade explodiert. Einfach vor meinem Gesicht. Gibt es für mich einen Weg hier raus? Ich glaube, ich muss dich irgendwie rausholen. Okay. Aber es ist gar nicht so einfach, wenn man gleichzeitig noch ausweichen muss. Auf Vorsicht, da kommt wieder so ein ekliger... Ach du Scheiße. Oh. Ach Scheiße, nachladen. Sehr schön. Ja, so lief das doch besser. Schon tot? Guck mal. Okay. Ja, der ist schon down. So, da ist die Keycard. So, ja, wie komme ich jetzt wieder hoch? Ich schätze mal.
Ja, hier? Du musst... Hä? Nicht hier, oder? Über... Ach, da oben drauf schießen, stimmt, da war ja was. Oder so. Ich hab zumindest in die richtige, richtige Richtung gezeigt. Ich habe zwar nicht gesehen, dass man da drauf schießen konnte, aber... In dem Container oben ist da noch ein Emblem drin, ein blaues. Kann man halt nur von oben treffen, glaube ich. Hallo. Ich habe leider keinen Sichtkontakt. Bin ein bisschen erschrocken. Außer zu einem Hund. Wo ist er hin? Oh, zwei Hunde. Das klingt irgendwie nicht so toll, aber ich kletter gerade irgendwo hoch. Ja, aber einer der Hunde ist tot. Oh mein Gott. Boah, Alter, was ist das denn? Der ist hier der einfach oben. Der hat dich geschockt, man hat's voll gehört. Ja. So, hab mich um die Hunde gekümmert. Oder auch nicht. Der hat sich halt einfach mal gespalten. Böses Pfiffi. Kannst du mich wieder sehen? Das ist gut. Ist das wirklich ein schlimm, wenn da bei dir die Hundis sind? Wahrscheinlich so lange, bis ich das da mache. Naja, sofern der Kran sich bewegt. Alter, das ist aber echt Highspeed. Ja. Aber die Hunde habe ich ja jetzt ausgeschaltet. Also alles easy. Dann passt ja. Ist sogar ein grünes Kraut noch und ich habe ein Erste-Hilfe-Spray einstecken, also. Ja, ich habe leider alle meine verschwendet. Und Pistolenmunition habe ich für dich auch ein bisschen. Und wo meintest du, welches Emblem, in welchen Container? Achso, ich kletter gerade da wieder hoch, dass ich es vielleicht sehen kann. Okay. Dann warte ich mal. Okay, nee, ich glaube, das sehe ich von hier nicht. Da muss ich irgendwo anders hin. Oh, ich habe hier noch ein Safe. Oh. Safe? Oh. Goldbarren. Oh. Ja, die wurden auch bewacht, diese Goldbarren. Die wurden gut bewacht. Da oben bist du. Ich habe die Gegner mal runtergeschossen. Vielleicht kommen sie ja vorbei zum Spielen. Ja, ich komme jetzt auch mal da hoch. Ja, hier ist das Leben auch viel besser. Ich glaube, man kommt irgendwie an das Emblem nur mit einer Granate oder so. Warte mal, ich glaube, ich habe sogar eine stecken. Ja, ich probiere es mal aus. Ja. Vorsicht, so ein Kraftkoloss kommt zu dir, hier so ein kräftiger... Ah ja, ich sehe es. Ja. Oh, ich hab's erwischt. Nice. Oh, ich glaube, von hinter mir kommt auch noch einer. Na komm, ja. Oh, gleich wusste zwei. Wusste ich doch, ich habe zwei gesehen. Oh, weg so. Mit euch. Nee, doch, ist doch tot. Sah für mich gerade noch nicht so aus. Der spielt nur schlafen. Hm. So, warte mal, ich hab Zeug für dich. Boah. Ich war fleißig am Einsammeln. Boah, krass, ich habe ja fast keine Muni mehr. Das hätte ich jetzt. Das ist ja schon heftig. Und. So, ja, für den Fall der Fälle. Achso, einer von uns muss zur anderen sein, dann gehe ich da drüben hin. Oder du. Achso, wegen dem Schalter. Ja. Easy. Boah, gleichzeitig. Ja. Huch. Erstmal daneben gemessert. Okay, so wie es aussieht. Musst du sowieso bei mir dann gleich hoch, oder? Oder geht's bei dir weiter? Aber bei mir geht's da drüben noch irgendwo hin. Ich weiß noch nicht.
Jein, also mein Weg führt zum Ziel laut Karte. Ich habe gerade mal auf die Karte geschaut. Ah, oder wir haben beide das. So ein Ziel. Ah, dein Weg führt auch zum Ziel. Aber warte mal, kannst du bei mir das Ding wieder runterschießen, weil. Aber, oh. Weil. Hey, kann ich da nicht einfach runter? Doch, das muss doch gehen. Weil da sind nämlich noch Kisten. Ah doch, jetzt geht's. Hm. Oh, Pistolenmuni. Ja. So, ich hab hier einen Hund mir. Vor der Tür. Vor der Tür ein Hund? Der will gerne so. Spielen kommen. Entschuldigung, Schrotflinte. Die Streuung hätte es doch erwischen müssen. Ja, ehrlich mal. Oh, ist der Hund noch ein Stück weiter runtergefallen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht wieso, aber ich wurde. Ey, also heute. Okay, reicht auch wieder. Passt schon. Oh mein Gott, schon wieder so ein Hund. Behalt deine Tentakeln bei dir. Wo führt dieser Weg eigentlich schon wieder hin? Oh, noch ein Safe. Noch mehr Goldbarren. Alter, das kann nicht sein. Warum kommen bei mir auf einmal Hunde? Oh Mann. Einer nach dem anderen. Oh ja, okay, perfekt. Nein, der hat deinen Kopf zermanscht. Ja. Bei mir kamen einfach viel zu viele. Ey, guck dir das an, wie traurig das bei mir einfach aussieht. Ich bin so arm. Feining, das Zeug habe ich dir doch erst gegeben. Ich hole mir mal wieder Heilung. Ja. Weil, in aller Ruhe. Glaube ich ganz gut. Blub, blub. Sind da zwei Sprays aufgetaucht? Oh, bin die Pistolenmoni her. Ja, die habe ich dir zugesteckt. Einfach heimlich. Weiß auch nicht, warum ich die schon wieder hatte. Ach so, weil wir wieder hier rauskommen. Oh! Ja, schön. Ach, hier. Ja, ein großer ist down. Ja, der andere kommt gleich. Willst du hoch zu ihm? Die Streuung hat's wieder vermasselt. Okay, er ist auch down. Jetzt gibt's keinen. Ach, schau mal, wo der Loot spawnt. Da unten oder ja, da unten. Ja, ich sehe es. Warte, ich hol den. Ja, ich spring eh wieder hier runter. Wegen den Kisten. Ja, da. Aber du weißt, das Zeug verschwindet gerne mal. Ja. Sicher, sicher. Oh. So, ich bin bereit für die. Überfahrt. Ah. Ich bin so munitionsarm, unglaublich. Ich habe noch eine Packung für dich einstecken dann. Zwei Packungen. Sollte für einen Moment reichen. Bleib drinne, Hund. Nein! Oh, oh mein Gott! Lass mich! Jetzt hat er dich! Vor allen Dingen, wie soll man sich da bitte freischütteln? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hab geschüttelt und gewiggelt und gemacht. Ich hab den Sprachchat dabei sogar fünfmal aktiviert und deaktiviert. Gott verdammt! Dieser elende Misthund! Ist Tony. Na gut, ich bin trotzdem arm. Auf ein neues. Ja. Kümmern wir uns erstmal um die beiden Kollegen. So. So, und diesmal wieder hier gespawnt und unten. Und unten diesmal. Ja. Und auch genau unter mir. Sehr merkwürdige Stelle.
Vor allem, was halt das Nervigste ist, man muss halt hier hoch, damit man die zwei Kisten kriegt und dann muss man wieder runter. Ja, das ist halt immer ein Pistolenmuni. Die ist ja schon ein bisschen rar. Ja, ich hab noch was für dich. Ich hab noch eine Packung schon wieder gefunden hier. Hm. Warte. Ja, merci beaucoup. Reicht vielleicht für einen Zombie mehr oder Hund oder was auch immer. Ein Dude. Für irgendeinen Gegner. So. Willst du mich nicht hochholen? Warte, ich will mich nur um den Hund kümmern. So, diesmal schießen wir auch nicht daneben. Ben! Oh Mann, Hilfe! Der Hund ist schon wieder da. Ich dachte, er wäre tot. Oh, ich habe ihn runtergeschossen. Ja, er war so gut wie tot. Jetzt kommen bei mir Hundis raus, die vorher nicht da waren. Ja, bei mir ist auch schon wieder ein weiterer. Wo kommt der jetzt her? Hä, wo ist denn mein Hund hin? Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt einen, den ich zuvor noch nicht hatte. Nein, ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Boah. Diese Kackhunde, ey. Oh, ja, ein Schuss. Der hat mir, bevor ich abdrücken konnte, noch einen Zungenkuss gegeben. Boah. Und er? Der ist AFK, glaube ich. Disconnected. Der hatte absolut gar keinen Bock. 500er Ping. Ja. Naja, alles für 3000 Goldbarren. Gold. Nicht für 3000 Goldbarren, dann wären wir ja reich. Dann könnten wir uns zur Ruhe setzen. Dann könnten wir Leute arrangieren, die das für uns tun. Ja. Ja. Also hier die Welt retten, meine ich. Bin überbewertet. Yay. Es ist so traurig, wie wir uns angestellt haben. Ja, wenn man so überlegt, wie wir sonst immer gespielt haben, das ist schon wirklich Armutszeug, gesagt. Ja, wir müssen erstmal noch warm werden. Das wird schon. Warte mal, hattest du nicht? Doch, du hattest... Ah, nee, hattest du nicht. Ich habe aber auch keine dabei. Ah. Ich weiß auch nicht. Ein Grundriss des Schiffs, was? Wo hält sich Wesker versteckt? Ah, das hat er noch gesagt. Bei mir ein Grundriss des Schiffs. Wo verstecken sich die beiden? Ja, kleine Änderung. Das ist nur wieder missionsbezogen. Der hat nur noch Augen für Wesker. Ja. Gewehrmoni. Money. Ja. Genau, kann man gleich mal nachladen. Ziemlich dunkel hier. Bist du schon runtergesprungen? Ja. Ja. Ich wusste doch, die Stimme kommt irgendwie von unter mir. Ein Granat-Jailbreaker. Braucht man wahrscheinlich Schrotgewehr, schätze ich mal. Also ist deins eigentlich. Das ist eine Schrot? Ich glaube schon, ja. Ja, tatsächlich. Ich wusste gar nicht, dass es noch eine Schrot gibt. Ja, siehst du mal. Ich dachte eigentlich,
Mit dieser Schrot, die ich aktuell habe, wär's das eigentlich, aber gut. Freeze! What's going on here? Nothing that concerns either of you. We're not giving you an option. Now spit it out. Tell us what we want to know and you won't get hurt. Where's Wesker? If you can behave yourselves, maybe I'll tell you. Damn it! She's tough. I'll give her that much. What's this? Chris, is this... Whatever it is, Excella seemed protective of it. Ja. Scheinbar haben wir da wohl ein paar dieser Proben gefunden. Muni. Oh, danke. Ey, das kann nicht sein, Alter. Guck dir das an. Auch hier drin, alles nur für dich. Alles nur Gewehr, ja. Ich schwimme aber auch aktuell. Mensch. Oh, verzeiht diese Aussetzer heute hier. Ich schwimme aber auch aktuell in Gewehrmunition. Schon wieder diese Blume, an denen kann man doch gar nicht so lange forschen. Bei mir sagt sie, wozu brauchen sie die nur? PC einschalten. Oh. Tagebuch des Trizella Forschers Miguel Nummer 2. 8. Mai. Momentan arbeiten wir an der Entwicklung eines Virus, das das Potenzial der G&T-Veronica-Viren noch übertreffen soll. Wir müssen Extremmutationen, geistige Verkümmerung und die Instabilität des Virus verhindern. Uns wurde gesagt, dass wir uns keine Sorgen um die Abstoßraten machen sollen, aber selbst die Lösung dieser drei Probleme stellt eine Herausforderung dar. Natürlich ist das nur für normale Forscher ein Problem. Ich stehe schon kurz vor der Lösung zweier Probleme, aber das dritte ist etwas schwieriger. Also werde ich wohl Alternativen ausprobieren müssen. Manchmal bin ich von meiner eigenen Genialität überrascht. Trizella kann sich glücklich schätzen, einen so intelligenten Mitarbeiter wie mich zu beschäftigen. Krasser Typ auf jeden Fall. Ja. Aber, naja, die so glücklich darüber sein sollten. Mal sehen. Abgeschlossen. Die kriegen wir nicht auf. Er ist angeschlossen, funktioniert, aber nicht. Wahrscheinlich ist er gesperrt. Er ist angeschlossen, funktioniert aber nicht. Ja, wahrscheinlich ist er gesperrt. Sagt er ja auch. Zur Abwechslung. Abgeschlossen, die kriegen wir nicht auf. Ja, perfekt. Ja, dann bleibt uns ja wohl nur diese hier. Oha. Oh, jetzt weiß ich... Oh, weißt du noch, ich habe doch beim letzten Mal gesagt, es gibt eine Stelle, die hasse ich. Jetzt kommt die Stelle. Noch. Er hat sich zur Seite bewegt. Ich glaube noch. Einfach die Gegner nichts. Vorher schon wegschießen und dann ist gut. Ja. Ich weiß. Mehr. Ich sehe aber jetzt leider nur die da zwei. Unten. Oh. Hoppala. Oh. Und wir sind wohl aufgeflogen. Da kommen noch mehr. Das werden jetzt richtig viele. Wow. Ey, das ist doch... Der war gerade eben nicht da. Hauptsache kann mir noch eine reinziehen, bevor ich überhaupt die Waffe ziehen kann. Das ist schon echt unfair. So. Wo sind... Oh, der lebte immer noch. Okay, jetzt nicht mehr. Naja, da konnte ich gleich ein bisschen Gewehrmunition verbrauchen. So. Ey, wow. Dass die halt rennen und zuschlagen können, das ist halt wirklich anders unfair. Übrigens über dir. Und ich bin gleich ja. tot. Ja, ich wollte nur diesmal auf Nummer oh, sicher geht gehen. Weg, geht weg, Granate.
und erst den Gegner töten. Vor allen Dingen auf einmal dort oben. Da sitzt noch einer im Container über uns, ne? Der hat sich gerade erfolgreich in die Luft gejagt. Und er bleibt auch dort. Aua. Henning. Ja, genau. Sind die machen halt echt krass Schaden. Ja, und der ist halt wieder auf einmal hinter uns und man kann halt so schnell nicht drehen. Das ist ja mal so unfair. Achso, ich habe ihn abgestochen. Guck den gar nicht. Ja. Auf. Okay. Der lebt wohl immer noch. Lebt er? Mit Question. Ja, das ist Pistolenmunition. Oh, da springen wieder welche runter. Kann man hier nicht rüber? Nee. Ja, aber du kannst da unten reinjumpen. Da geht's rüber. Ah. Na dann. Sollten wir das wohl tun? Du bist vermutlich schon auf dem Weg. Yes, yes. Boah, Alter. Obwohl ich so nah dran war, habe ich keinen Schaden davon bekommen. Nein, es ist halt so ein Job. Vor allen Dingen, er hat uns beide getroffen, ne? Ja. Mit seinem Schlag. Ach ja, ein Vieh ist es auch noch. Ja, ganz toll. Das sieht echt komisch aus, was du da gerade getan hast. Nur mal so. Ganz witzig. Ja. Aber es sah dennoch sehr merkwürdig aus. Oh, danke. Wow. Oh. Da explodiert jemand. Oh nein, oh nein, oh nein, das ist keine Explosion. Es ist er. Oh mein Gott. Löst dich doch von der Wand, Chris. Boah, ich hab gar keine Muni mehr. Oh oh. Boah. Hat er mir erstmal eine mit auf den Weg gegeben. Vor allen Dingen, der Gang ist auch viel zu eng, ne? Ja. Hier liegt halt jede Kacke rum, ne? Aber Scheiße. Ich hab noch eine Granate. Der glaubt, kann ich klettern. Ist er schon da unten? Ich seh's nicht. Ja, er war bis gerade noch da unten. Ist der hin? Oh, der ist immer noch da. Uhuhuhu. Aber macht nichts, da soll er ruhig hinterher rennen und schmeißt gleich die Granate. Ja. Oh. Ich glaube, der lebt noch. Oh, und der verfolgt jetzt mich. Oder auch nicht, hä? Hallo? Oh, Kontrollpunkt, cool. Ja, ich bin einfach weitergerannt, weil ich habe keine Muni. Au. Oh, ich habe noch eine Granate. Ich komme jetzt einfach. Ich kann den hier in dem Gang nicht einfach so besiegen gerade. So, oh, ich habe auch gar keine Heilung mehr. Oh, ich sehe nichts. Boah, wie krass egal das sind. Endlich, oh mein Gott. Jetzt, wo ich Magnum-Munition gefunden habe, ich wollte gerade reinzünden, ey. Ah, oh, Pistolen-Muni, nett. Und das für 10 Pistolenschuss, oh mein Gott, wow. Das war wirklich eine Verschwendung. Aber oben ist noch Schrotmuni. Also rechts. Und es gibt wieder Minen und Tang und solche Stickstofftanks. Endgranaten.
Mann. Brandgranate, Brandgranate. Ich hab gewusst, was du meinst. Die gute Brandgranate. Wer kennt's? Basta sind diese Megatypis, ey. Oh Mann. Und jetzt ist es bloß einer. Gegen die Wand bitte. Boah, Bolli ins Maul. Ja. Los. Komm, fall um. Ja. Also wenn wir den weiter so immer unterbrechen, oh, jetzt hat er seine Mütze verloren. Sein Barett ist weg. Ja. Oh, nice. Ja, guck mal, da fällt er schon um. Ohne irgendwelche Probleme zu veranstalten. Henker, Schlüsselkarte. Pistolmunition. Gewehrmuni. Oh. Sammelt's einfach mal ein. Kannst ja dann haben. Ja. Ine. Okay. Achso, warte mal, ich kann. Achso, ja, okay, ich geb dir mal trotzdem ich hab das. Mal. Achso, jetzt hast du das benutzt. Ja, das wollte ich dir ja, geben. Ja, ich hatte jetzt einfach nur. Egal. Das passt schon. Da habe ich noch einmal zum. Für Notfall. Okay. Schade, ich dachte, man kann die Kamera zerschießen. Zwei Schlüsselkarten. Oh, toll. Ja. Ich habe wieder zweimal gedrückt. Ja, dann müssen wir uns wohl noch eine zweite beschaffen. Muni. Oh, bei dir ist noch ein Safe. Safe. Und das ist die zweite. Ja. Toll. So muss das. Ja, besser als nochmal in irgendeinem Kampf zu landen. Also auf drei. Du hast viel zu früh gemacht. Ciao. Oh nein. Ich sehe Leute mit Raketenwerfern und hab dann immer schon mein Ende vor den Augen. Vor allem, die machen jetzt alles kaputt. Die Deckung. Boah, da gleich zwei hintereinander. Warum auch diese Rüstung, die sie anhaben. Blöder Helm, ja, das ist total nervig. Aber da schießt doch irgendwo noch einer. Ja, unten. Ah. Ich sehe. Aber soll er da unten durchschießen? Nee, der schießt nicht mehr, denk. Für ich. Ah. Er ist umgefallen, er ist umgefallen. Er hat nochmal anvisiert. Oh, ein Kettchen. Er hatte sogar eine Goldkette dabei. Cooler Typ. Ja, die braucht er nicht mehr, nachdem er Kopf und Hals verloren hat. Ich glaube, der da oben hat auch nochmal ein Goldkettchen. Ja, natürlich. Ja, immer her mit Finanzen. Ja, jetzt ist echt nötig. Ja. So. Naja. Haben uns doch schon mal gut durchs Schiff gekämpft. Rio. Fürs Erste. Ja. Teil 1. So, you've made it this far. Too bad you won't make it much further. The new superior breed of humans. Given birth by the progenitor virus. The Wesker children were entrusted with endless potential. Of them, only one survived.
you. Are you saying I was manufactured? I was to become a god. Creating a new world with an advanced race of human beings. However, all was lost with Raccoon City. Despite that setback, your creation still holds great significance. Now my candle burns dimly. Ironic, isn't it? For one who has the right to be a god. To face his own mortality. The right to be a god. That right is now mine. The right to be a god. You. Arrogant even until the end. Only one truly capable of being a god deserves that right. The right. With Ouroboros, I have that right. Oh mein Gott. Da hat er einfach mal einen Durchschlag gemacht. Krasser Typ. Hey, wir haben gleich viele Gegner besiegt. Ja, stimmt. Und wir sind gleich auf... Ah nee, der Gute ist gestorben. Das wird eh immer bei beiden gezählt. Ja, ja, schau mal. Die Präzision ist auch fast gleich. 0,5%. Ja, du hast mehr. Boah. Ja. Ja, und ich würde sagen, das war's dann mit Kapitel 6.1. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.